Kräfte der Kuchen und tödliche Plätzchen. Eine Bazillentorte. Au ja! Verdorbene Makronen. Nicht übel! Torte mit Schleimgel. Klasse! Kirschtorte mit Curare. Lecker! Pudding mit etwas Arsen. Genial! In dem Kessel mit Michelin kochen wir erst Terpentin, darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensaft, Blut von Fliegen massenhaft, eingeplatztes Spinnenbein. Und dann Wustersoße rein. Nein. Dann eben nicht. Wenn Arsen am Kochen ist, kommt dazu viel Pferdemist, dann zwei Messerspitzen mit abgeschabtem Fensterkitt. Nein, ich nehme doch lieber drei. Dazu passt besonders gut zart gequirltes Möwenblut, ein geschrumpfter Hexenhals. Und darüber etwas Salz. Nein! Warum nicht? Der Ratten in den Topf, Cobra-Gift, wenn's geht vom Kopf, drei Orangen ausgepresst, das gibt jedermann den Rest. Ich gebe doch lieber nur ein Stückchen rein. Und zu aller guter Letzt werden Pillen zugesetzt, das wär alles, denk ich wohl. Nein, es fehlt noch Vitriol. Nein, oder doch? Also, ich weiß doch, was gut schmeckt. Dieser Pudding mit Arsen kommt den Galliern böse zu stehen. Was frisst morgen früh am Nil die Familie Krokodil? Gallierfleisch! Lappadiedeladel, du! Wow! Schön!